Zur Herbstkonferenz des Deutschen Handwerkskammertages trafen sich die Hauptgeschäftsführer aller 53 Handwerkskammern auf Einladung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks in Boppard. Veranstaltungsort war das Hotel Jakobsberg. Für die gastgebende Handwerkskammer und den Zentralverband stellten sich Alexander Baden und Holger Schwannecke vor Konferenzbeginn den Fragen der Medien. Im Rahmen einer Pressekonferenz gingen die beiden Handwerksvertreter auf die aktuelle Lage bei Beschäftigung und Ausbildung ein, klammerten vor dem Hintergrund politischer Entscheidungen, aber auch die Themen Dieselskandal oder Entwicklungen der Sozialsysteme nicht aus. Generalsekretär Holger Schwannecke auf der Pressekonferenz in Boppard im Wortlaut. Auch dieses Jahr steigt wieder die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Handwerk, was uns sehr freut. Die Zahlen, die wir haben, Ende August-Zahlen lauten 122.000 Ausbildungsverträge, die abgeschlossen worden sind. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,8%. Es setzt sich also ein Trend fort der letzten 3 Jahre, dass unsere Ausbildungszahlen steigen. Aber, und jetzt kommt das Aber, damit ein Wermutstropfen, 27.000 Stellen Ausbildungsplätze waren und sind unbesetzt. Also hier ist noch einiges an Potenzial da, was erschlossen werden muss und zeigt zugleich, dass das Thema Fachkräfte für uns eines ist, das uns stark auf den Nägeln brennt. Wir haben im letzten Jahr zwar 50.000 neue Jobs schaffen können, das hätten aber wesentlich mehr sein können, ja, wenn wir denn die Fachkräfte und die Auszubildenden bekommen hätten, die wir unterbringen könnten. Personal ist aber schlichtweg nicht zu finden. Und das kommt nicht von ungefähr, das hat Ursachen. Zwei will ich Ihnen nennen, die wesentlichen. Das eine ist die demografische Entwicklung, die sich hier niederschlägt. Wir haben schlichtweg weniger Schulabgänger als in der Vergangenheit. Kann man schön festmachen, oder schön ist der falsche Begriff, aber das kann man gut festmachen, an dem Zahlenpaar 2006 und 2016. Wir hatten 2016 120.000 Schulabgänger weniger als noch 2006 und das hinterlässt natürlich seine Spuren. Der zweite Faktor, der eine Rolle spielt, ist, dass wir einen ungebrochenen Trend haben, über das Abitur ins Studium zu laufen. Das machen, sage und schreibe, knapp 60% der Schulabgänger eines Jahrgangs. Und hier schlägt sich dann die Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte nieder, nämlich die klare Botschaft, Zukunftsgestaltung gelingt nur erfolgreich über einen akademischen Weg, über Abitur und Studium. Gegen diese Entwicklung, meine Damen und Herren, stemmen wir uns, müssen wir uns stemmen mit allen Kräften. Das tun die Handwerkskammern, also die Organisationen des Handwerks, die Innungen und die Verbände. Die gehen nämlich mit ihren Mitarbeitern, vor allem auch Handwerksmeister, machen das ehrenamtlich, gehen in die Schulen, sie besuchen Ausbildungsmessen, sie öffnen ihre Türen und Tore und zeigen, was möglich ist im Handwerk, bieten eine Vielzahl von Praktika an. Und dieses Türöffnen ist gerade am letzten Samstag ja intensiv passiert beim Tag des Handwerks. Das alles, meine Damen und Herren, ist vielleicht ein kleiner Vorgeschmack darauf, was uns blühen kann. Die Wartezeiten, die auch Sie erleben gegenwärtig, wenn Sie handwerkliche Aufträge vergeben und realisiert wissen wollen, ein Vorgeschmack auf das, was uns blüht, wenn es uns nicht gelingt, diesen Trend hin zur Akademisierung und diesen Trend der mangelnden Wertschätzung von beruflicher Ausbildung zu brechen. Wir wollen das und wir müssen das. Wir brauchen eine andere, eine höhere Wertschätzung von beruflicher Bildung in Deutschland. Und die werden wir dann erreicht haben, wenn Kinder von Akademikern, die eine Berufsausbildung im Handwerk machen, nicht als Bildungsabsteiger klassifiziert und eingeordnet werden. Dann erst kann man, glaube ich, von einer Gleichwertigkeit dieser beiden Bildungsstränge sprechen. Wir versuchen eine ganze Menge. Das werden Sie gehört haben, das wissen Sie. Wir haben die Initiative ergriffen, auch neue, hochwertige Bildungsangebote zu entwickeln. Eine höhere Berufsbildung, so nennt sich dieses Instrument, haben wir ins Leben gerufen. Dazu gehört, dass wir vorankommen bei der Berufsorientierung in allen allgemeinbildenden Schulen unter Einschluss der Gymnasien. Das ist nach wie vor noch eine Baustelle. Hier muss es uns gelingen, dass auch an Gymnasien deutlich wird, welche Perspektiven es gibt, nicht nur akademisch, sondern genauso beruflich.
Wenn man sich die Zukunftsfelder einmal anschaut dieser Gesellschaft, dann zeigt sich, wie gut das Handwerk hier unterwegs ist und wo die Zukunftsperspektiven liegen. Solche Themen wie Energie, wie E-Mobilität, wie Mobilität im Alter, also die individuelle Mobilität älterer Menschen. Energiewende, Smart Home, Vernetzung, all das sind Felder, wo es das Handwerk ist, die handwerklichen Betriebe, die hier technische Innovationen auf die Straße oder an den Verbraucher und die Verbraucherin bringen. Also da ist viel Dampf drin, im Handwerk kann man viel gestalten. Ja, und der zweite Baustein, ganz, ganz wichtig, ist ein neues Bildungsinstrument, das wir mit der Kultusministerkonferenz auf den Weg gebracht haben, das sogenannte Berufsabitur, ein doppelt qualifizierender Abschluss in 4 Jahren erreichbar, Gesellenabschluss und Abitur. Das ist ein Instrument, das im Ausland in einigen Ländern hervorragend läuft, in Österreich, in der Schweiz und in Dänemark. Das wird jetzt hier probiert in 6 Bundesländern. Und ich freue mich sehr, dass auch lieber Alexander Baden, Rheinland-Pfalz sich auf den Weg macht und das im Schuljahr 2019/2020 einführen will. Und das Ganze wird rund auch durch entsprechende Angebote an Studienaussteiger. Sie wissen, eine Vielzahl von Studenten beendet ja ihr Studium nicht, sondern sucht nach anderen Möglichkeiten. Und da steht Handwerk bereit. Ja, meine Damen und Herren, diese Bildungsaktivitäten finden vor dem Hintergrund einer hervorragenden Konjunktur im Handwerk statt. Die Auslastung ist so hoch, wie wir sie seit mehr als 20 Jahren nicht hatten. Und das Ganze führt dazu, dass die Betriebe nicht alle Aufträge, die an sie herangetragen werden, auch annehmen und bearbeiten können. Die Betriebe sind sehr optimistisch, was auch den weiteren Jahresverlauf angeht. Sie rechnen zwar nicht mit einem weiteren Anstieg der positiven Entwicklung, aber mit einem Weiterlauf auf dem erreichten Niveau. Und das führt dann dazu, dass wir zum Ende des Jahres einen Umsatzplus von mindestens 3% erwarten. Es gibt allerdings ein Thema, das die Betriebe auf die Palme bringt, will ich es mal formulieren, und das ist das Thema, gerade in Zeiten, wo die Belastungsgrenze fast erreicht ist und es auf jede Minute ankommt, das ist das Thema Diesel- und Fahrverbote. Ein ganz aktuelles Thema, hochemotional im Handwerk diskutiert. Fahrverbotsurteile sind da äußerst bedenklich, für viele Betriebe auch existenzbedrohend und wie wir finden, im Sinne einer nachhaltigen Lösung des Problems auch nicht zielführend. Wir haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass die Automobilkonzerne in Begleitung der Politik diesen Zustand bis jetzt hingenommen haben, Betriebe und Verbraucher gleichermaßen lediglich auf Software-Updates verwiesen haben und darauf, man könne ja neue Autos kaufen. Das ist, meine Damen und Herren, absolut inakzeptabel. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, die es gibt. Dazu gehören auch solche Instrumente wie intelligente Verkehrslenkung. Dazu gehören auch Software-Updates, aber dazu gehört natürlich auch die Nachrüstung dort, wo sie möglich und zumutbar ist. Und gerade beim letzten Punkt drückt sich die Automobilindustrie. Das ist nicht akzeptabel. Ich bin sehr gespannt, was Herr Scheuer, der Verkehrsminister, er hat es ja angekündigt, in dieser Woche an Vorschlägen noch auf den Tisch legt. Tja, 2, 3 Sätze noch zur Sozialpolitik, meine Damen und Herren, nur ganz kurz, dass uns das alles nicht erfreut, was an Sozial- und Rentenpolitik aus der Feder der Bundesregierung kommt, können Sie schnell nachvollziehen, glaube ich, denn all das treibt die Kosten unserer Betriebe. Wir stehen anders da als die Industrie. Bei uns sind Personalkosten ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und da schlägt die Renten- und Sozialpolitik massiv ins Kontor. Das sind milliardenschwere Zusatzbelastungen für die jetzigen. Und das ist uns ganz wichtig, vor allem aber auch für die künftigen Beitragszahler. Das heißt, hier wird Geld verausgabt, das andere nachher in der Zukunft erarbeiten müssen. Und es macht auch wenig Sinn, dass man auf der einen Seite eine Rentenkommission einsetzt, die die Zukunftsfestigkeit dieses Renten und prüfen und Vorschläge erarbeiten soll und auf der anderen Seite schon politische Entscheidungen trifft, die genau in diesen Entscheidungsprozess massiv hineinsteuern. Also es wird höchste Zeit, dass die Überschüsse, die da sind, auch in den Sozialkassen an die Beitragszahler auch zurückgegeben werden. Es macht keinen Sinn, auf der einen Seite
den Arbeitslosenversicherungsbeitrag um 0,5 Prozentpunkte zu senken und auf der anderen Seite deutliche Kostenerhöhungen zu beschließen. Pflege ist ein Beispiel davon. Also für uns ist klar, die Kosten dürfen nicht weiter erhöht werden. Letztes Wort zur Zuwanderung, meine Damen und Herren, ein nach wie vor aktuelles, ein dringliches Thema. Die Betriebe des Handwerks versuchen, ihren Teil dazu beizutragen, dass wir dieses Thema gut bearbeiten können, dass wir Wege aufzeigen über Qualifikation und Ausbildung in Integration. Das ist ein erfolgreicher Weg. Und dafür steht auch eine Zahl, nämlich mehr als 11.000 sind es gegenwärtig Menschen, junge Menschen mit Fluchthintergrund aus den Haupt-8 Asylzugangsländern, die im Handwerk Qualifizierung und Ausbildung gefunden haben und noch finden. Das ist ein Beitrag, der weit über das hinausgeht, was dem Anteil des Handwerks an Beschäftigung und Ausbildung insgesamt entspricht. Wir wollen da auch zukünftig unseren Beitrag leisten. Wollen ein Einwanderungs-, ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Die Eckpunkte liegen ja vor. Das muss jetzt schnell kommen. Was uns nicht passieren darf, und damit schließe ich, meine Damen und Herren, ist das Produzieren von Bildern, wie wir sie alle in jüngster Zeit erlebt haben. Diese Bilder, die das Gegenteil von Toleranz und von Willkommen und von Weltoffenheit wiedergespiegelt haben. Solche Bilder sind, wie ich finde, sind beschämend, sie sind inakzeptabel und sie sind keine Werbung für Gesellschaft und Wirtschaft dieses Landes. Dieser Einschätzung für das gesamtdeutsche Handwerk folgten die Ausführungen von Alexander Baden, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz. Wir haben da keine großen Unterschiede, sondern die Analyse dessen, was der ZDH über das deutsche Handwerk gemacht hat und was Herr Schwanecke hier vorgetragen hat, trifft sich vollkommen mit unseren Erkenntnissen. Wir versuchen das mit Werbung für das Handwerk, mit positiver Imagewerbung zu unterstützen. So hatten wir am vergangenen Wochenende in Koblenz, wer aus Koblenz ist, kennt das, den Schengelmarkt mit dem sogenannten Kunsthandwerkermarkt, um damit über die Herzen der Menschen für das Handwerk auch in die Köpfe zu kommen und ihnen klarzumachen, dass Handwerk nicht nur ein schöner, sondern auch ein wirtschaftlich sich lohnender Bereich ist. Wir kämpfen aber damit, dass seit Jahrzehnten eine Bildungspolitik stattgefunden hat, die zu einer künstlichen Verknappung des Handwerks geführt hat. Und da kann man nur sagen, wer vor 50 Jahren Fichten sät, kann heute keine Eichen ernten. Und das ist eben jetzt genau das. Wenn man nach dem Krieg Menschen in das Handwerk geschickt hat und gesagt hat, Handwerksmeister ist ein super Beruf, das ging bis 1960 so, und dann kommt man zu der plötzlichen Erkenntnis, vielleicht auch durch irgendwelche klassenkämpferischen Überlegungen, es gibt auch noch was über einem Handwerksmeister, nämlich den Akademiker, und schickt seine Kinder 30, 40 Jahre lang auf die Unis, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn es heute eben keine Handwerker mehr gibt. Wenn Sie zu Hause mit verstopften Toiletten zu kämpfen haben oder mit nicht funktionierenden Waschmaschinen, dann ist das genau das Ergebnis dieser verfehlten Politik. Wir versuchen, das in unseren Ausbildungsstätten hier in Koblenz aufzuheben, indem wir eine gute Ausbildung bieten, moderne Ausbildungszentren vorhalten. Das geschieht auch mit großer Unterstützung der Politik, in unserem Land zumindest, wenn das Land hier 1,5 Millionen Euro nur für unsere Kammer in die Hand nimmt, um Menschen zu belohnen, die sich im Handwerk einer Meisterprüfung unterziehen, die anschließend sich selbstständig machen, dann ist das, glaube ich, zumindest ein kleiner Schritt in die Richtung, dass man sowas mit einem gewissen Attraktivitätsbonus versieht. Dafür sind wir dankbar. Das Fazit im Herbst 2018 für das Handwerk lautet: Die Auftragslage ist gut. Das Handwerk genießt bei den Verbrauchern ein hohes Ansehen und ist gefragt. Die größte Herausforderung ist und bleibt die Fachkräftesicherung, die auch mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Auftragsabwicklung haben wird. Die Attraktivität des Handwerks für Berufseinsteiger ist da, muss aber noch besser vermittelt und über entsprechende Bildungswege wie die Ausbildung mit Abitur konkret angeboten werden. Entsprechende Pläne gibt es oder werden bereits umgesetzt. Die Handwerksorganisationen leisten dabei ihren Beitrag.